Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringray. Wir spielen Pokémon Alpha Saphir weiter und erforschen den Pyroberg weiter. Ach, weißt du, in meinem Alter gibt einem das Leben nicht mehr dazu, sondern nimmt nur noch. Aha. Aber die Erinnerungen verbleiben, wie die Falten in meinem Gesicht. Naja, kann man schon alles ein bisschen positiver sehen, alte Frau, oder? Könnte man, theoretisch. Muss man aber nicht. Stimmt. Man kann sich auch so langsam aber sicher mal aufs Sterben einstellen, ne? Ist bald soweit, also deine Zeit läuft ab. Genieße deine letzten Stunden. So, hallo Schuppet. Genau auf dich habe ich irgendwie gehofft, weil du warst jetzt noch das Geister-Pokémon, das mir hier an der Stelle gefehlt hat. Und wenn alles gut läuft, läuft das jetzt ähnlich fantastisch wie beim Kampf gegen Zwirrlicht. Auch wenn du scheinbar ein paar mehr Probleme verursachen kannst, so wie es aussieht. Denn deine Attacke Bürde, die verursacht wirklich verhältnismäßig viel Schaden bei Hariyama. Oh, cool. So. Mensch. Das war ja schön. Oder so ähnlich. Eher so ähnlich. Egal. Schuppet ist geschwächt. Das heißt, ich hoffe sehr, dass sich die ganze Aktion jetzt mit einem wundervollen Superball erledigen wird. Und dann haben wir die beiden fraglichen Geister-Pokémon dieser Ruhestätte gefangen. Ach, es ist schön. So, wunderbares kleines Schuppet. Ich habe keine Ahnung, ob sich Schuppet nochmal entwickelt, was daraus werden wird oder so. Ich weiß nicht. Ich habe keinen Schimmer. Ich könnte mir nicht mal vorstellen, wie die weiterentwickelte Form aussieht. Schuppet, das Puppen-Pokémon. Schuppet wächst, indem es sich von düsteren Gefühlen wie Rachsucht und Neid ernährt. Es streift durch Städte und sucht nach Empfindungen, die als Ursache für den Verderb der Menschen gelten. Aha. Möchtest du dem Schuppet einen Spitznamen geben? Ist ein sehr sympathisches Pokémon, so wie es aussieht, mit dem man unbedingt herumhängen möchte. Aber naja. Jetzt sitzt es jedenfalls in meiner Box und alles ist toll. Gut, weil ich unglaublich spendabel bin, werde ich jetzt einfach mal einen Beleber auf Hariyama einsetzen. Ansonsten hätte er ja keine Erfahrungspunkte mehr bekommen, oder? Ich glaube, dass das so war, dass besiegte Pokémon eben keine Erfahrungspunkte mehr erhalten. So, wir tauschen Hariyama aus. Es darf wieder auf die Ersatzbank gehen. Wir haben ja jetzt Zwirrlicht und Schuppet. Und jetzt machen wir hier ganz normal weiter. Meister, seht her, wie ich mich gemacht habe. Okay, ich sehe zu und staune. Oder so. Eine Herausforderung von Schwarzgurt Hiroshi. Der einfach mal ein wunderbares kleines Mashok einsetzt. Oh, es sieht so gewaltig aus. Es hat so große Muskeln. Es ist irgendwie durchtrainiert und sieht irgendwie toll aus. Aber einem wohlplatzierten Surfer hat es doch etwas entgegenzusetzen. Das ist nicht sehr effektiv. Wofür war der Weckruf jetzt gut? Das sah so komisch aus. Dieses, als ob da so ein Ausrufezeichen oder so jetzt über Tentoxa erschienen ist. Das hat jetzt aber nichts zu bedeuten gehabt, oder? Das gehörte einfach nur noch zur Animation der Attacke vermutlich. Seltsam. Ich meine, wäre interessant gewesen, wenn es da noch irgendwie was aber bewirken würde, jetzt oder in Zukunft. Meister, verzeiht mir. Hering gewinnt wieder ein paar Poké-Dollar. Danke. Mein Meister ruht hier. Wenn ich mich nicht verbessere, wird er keine Ruhe finden. Ich dachte, das ist eine Ruhestätte für Pokémon. Jetzt liegen hier auch noch tote Menschen. Okay. Wenn ich an mein liebes Eneko denke, kommen mir immer gleich die Tränen. Ich schaue hier jeden Tag auf dem Heimweg von der Arbeit auf einen kurzen Besuch vorbei, um die Erinnerung an meinen Liebling wachzuhalten und in Gedanken bei ihm sein zu können. Die bloße Vorstellung, dass mein Schatz hier in Vergessenheit geraten könnte, treibt mir förmlich die Tränen in die Augen. Oh, ist mir fast schon ein bisschen zu viel Trauer jetzt gerade. Da habe ich doch überhaupt keine Lust drauf. Ich spiele doch hier ein lustiges Spiel. Weil ich mein Pokémon so sehr geliebt habe, wollte ich mich nicht lumpen lassen und habe alles zusammengekratzt, was ich hatte, um ihm ein ansprechendes Grabmal beschaffen zu können. Sieht genauso aus wie jedes andere hier. Wenn es um die Liebsten geht, ist das Beste gerade gut genug. Hm. Das ist natürlich irgendwie eine vermutlich nachvollziehbare Sicht der Dinge. Wir machen hier eine Mutprobe. Wenn ich meiner Freundin zeige, wie cool ich bin, werden ihre Gefühle für mich bestimmt noch stärker. Oder noch besser, ich verpasse dir eine Abreibung. Cooler geht's gar nicht. Mein Freund und ich sind wegen einer Mutprobe hier. Es ist ganz schön unheimlich, aber solange er bei mir ist, habe ich keine Angst.
Jetzt wird mir mein Freund zeigen, wie cool er ist, indem er dich besiegt. Ihr labert eindeutig zu viel. Wow. Eine Herausforderung von Junges Glück, Ina und Life. Life is life. Na 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 na. Life is life. Okay. Tintoxa und Kamrupt, ihr werdet in den Kampf geschickt. Ihr seid natürlich die allerbesten Buddies. Das weiß man. Das weiß man. Ich möchte... Oh, ich möchte nicht die Schlammwoge einsetzen, weil das offenkundig auf alle geht. Das ist ja interessant. Ja, dann greifen wir einfach mal Enekoro an. Und du machst nicht das, sondern... Ja, was machst du denn dann? Ja, dann machst du halt... Dann machst du halt so. Passt schon. So. Enekoro, Mogelhieb. Mhm. Tintoxa ist zurückgeschreckt. Ja, sowas in Art habe ich mir fast gedacht. Nur die Bissattacke? Bei Voltenso hätte ich jetzt sowas von gedacht, dass er... aber sehr massiv auf mein olles kleines Tintoxa gehen wird. Aber... da habe ich mich wohl ein ganz klein wenig in ihm getäuscht. Blups. Schambolzen von Enekoro wirkt. Tintoxa hat sich verliebt. Ja, zu spät, würde ich mal sagen. Er hat sich verliebt und ihm wurde gleich mal das Herz gebrochen, weil er seine Liebste selber auf den Friedhof geschickt hat. Autotomie für Panzer Eron. Was ist denn Autotomie? Anwender trennt sich von überflüssigen Körperteilen. Aha. Und steigert seine Initiative stark. Sein Gewicht nimmt deutlich ab. Klingt ja wie eine super Technik, die man unbedingt beherrschen muss. Also, wahrscheinlich ist es wirklich eine super Technik in irgendeinem Zusammenhang. Aber jetzt nicht gerade in einem Zusammenhang, der sich mir jetzt unmittelbar erschließen wird. Riechsalz. Doppelt wirksam gegen paralysierte Ziele. Heilt sie aber auch von der Paralyse. Aha. Aber ist auch verhältnismäßig kräftig. Aber ist halt, naja, 70... Stärke 70, das sind Kampfattacken, die brauche ich. Abschlag. Hau ich dafür die Unlichtattacke weg? Nee. Ach nee. Vor allem, was soll das mit anderen Pokémon hier von Paralyse heilen? Das ist doch blödsinnig. Das wollen wir doch überhaupt mal gar nicht. Das versteht sich doch irgendwie von selbst. So. Voltenso wurde damit besiegt und konnte sein volles Potenzial nicht mehr entfalten. Es tut mir ja fast in der Seele weh. So, bla bla bla, du besiegst ihn und live. Ups, du machst mir Angst. Ja, ihr macht mir auf eine verstörende Art und Weise auch Angst. Wir haben verloren, aber das macht nichts. Solange wir beieinander sind, schaffen wir diese Mutprobe mit Links. Wir sind ineinander verliebt. Junges Glück wie uns stört eine Niederlage nicht weiter. Aha. Na gut, in ein paar Jahren werdet ihr anders drüber denken. Aber auch das gehört zum Lauf der Dinge. Manchmal fragt man sich schon, zu welchem Zweck die Leute Grabsteine aufstellen. Ja, darauf wollte ich eigentlich auch noch hinaus. Also, auch noch hinaus. Keine Ahnung. Weil der Typ da unten ja gesagt hat, irgendwie, für meine Liebsten ist das Teuerste gerade mal gut genug und so. Geht das dann auch noch für nach dem Tod? Okay, das klingt jetzt sehr knauserig und sehr... Also, es ist wieder einfach nur so ein Gedanke, den ich in den Raum hineinwerfe. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich weiß nicht mal so richtig, was ich eigentlich will, bin ich ganz ehrlich. So ein richtiges, monumentales Grab mit Neonreklame und allem drum und dran wäre zwar irgendwie hübsch und nett, aber... Seien wir mal ehrlich, irgendwie... Unterm Strich ist man dann halt doch nur ein weiterer Mensch, der halt gestorben ist, ne? Das macht die ganze Sache so ein ganz klein bisschen traurig. Darf man eigentlich fast gar nicht drüber nachdenken. Dass wir zu Schwestern geworden sind, verdanken wir dem Fluch eines Geister-Pokémon. Was? Niemand ist stärker als wir. Also Schwestern im Geiste, nehme ich jetzt mal ganz stark an. Nehme ich an. Schräge Schwestern, Iris und Siri. Siri ist rückwärts Iris. Das ist interessant. Oh, ein Girafarig. Das ist ja so knuffelig, dieses unfassbar coole Girafarig. Das muss man echt mal so sagen. Was machen wir denn hier? Was machen wir denn hier? Machen wir mal Lake auf Flunkkiefer und du machst mal Steinhagel auf beide. Und dann passt das und dann sind wir alle froh und glücklich und zufrieden. Oh, das war auch schon das
Finale von Flunkiefer. Tut mir ja fast ein bisschen leid. Yay, ich werde schneller, schneller, schneller. Ich kann ganz schnell weglaufen. Wäre zumindest angebracht gewesen. Da hat ihm die ganze Initiative... Oh, fast nichts genutzt. Na gut. Es hat einen Schlag überlebt. Es sei ihm vergönnt. Psystrahl. Ja, nee, ist klar. Okay. Sehr effektiv, aber dann doch nicht so doll. Girafarik ist aber, glaube ich, auch ein Doppeltyp, oder? Ist kein reines Psycho-Pokémon. Ich glaube, könnte sein, dass es normal Psycho ist oder irgendwie sowas in der Art. Du besiegst Iris und Siri. Nein, die Magie hört auf zu wirken. Oh, der Fluch fällt von uns ab. Und jetzt seid ihr keine Schwestern mehr? Dieses Mädchen kommt aus meiner Nachbarschaft. Ist ganz schön anstrengend, sich mit Kindern abzugeben. Aha. Tja, das war's dann mit unserem Schwestern-Dasein. Aber komm ruhig mal wieder auf einen Kampf vorbei. So schnell gebt ihr auf? Naja. Die Gräber hier sehen ein bisschen anders aus. Es ist schon fast beängstigend, wie gern ich mich grusele. Wenn ich hier bin, zittere ich förmlich vor Angst. Ah, ein Friedhof. Ich laufe hier so gerne herum, Hexe Pandora. Tja, es ist so ruhig hier, so still, so unfassbar bezaubernd von der Atmosphäre her. Achso, jetzt kann ich ja wieder normal angreifen, ne? Jetzt muss ich ja nicht mehr auf einen etwaigen Teamkameraden Acht geben, wie zum Beispiel ein kleines Kamerupt, sondern kann hier die volle Power meines wundervollen Surfers entfalten. Hallo Xatu, du siehst so unfassbar cool aus. Was meint ihr eigentlich? Wird oder werden die Pokémon in Pokémon Sonne und Mond, werden die anders animiert werden? Oder werden sie bei den bekannten Pokémon einfach auf alle Modelle zurückgreifen, die sie jetzt in XY bzw. Omega Rubin Alpha Saphir ausgegraben hatten? Verlieren hingegen mag ich gar nicht. Ich muss gerade überlegen, sahen die Pokémon von XY anders aus als die Pokémon in Omega Rubin Alpha Saphir? Oder sahen die gleich aus? Ich sehe doch so gerne gruselige Dinge, ich kann ja also nicht weg. Sag, willst du mir nicht Gesellschaft leisten? Och nö, heute nicht. Okay, armer Mann. Mögen sie alle in Frieden ruhen. Seit Jahr und Tag ist dies mein innigster Wunsch für all jene Geschöpfe, deren Lebenskreis sich geschlossen hat. Seltsamerweise ruft mir dieser Ort selbst jene Erinnerungen ins Gedächtnis zurück, die mir seit langem entschwunden schienen. Äußerst sonderbar. Aha. Worüber denkt er nach? An sein früheres Leben vielleicht? Damals, vor 200 Jahren, als man vielleicht schon mal gelebt hat oder so, gibt es ja ganze esoterische spinnerte Kreise, die sich mit sowas beschäftigen. Also mit der Tatsache, was wäre, wenn ich vor, oder was ist, also was war mit meinem früheren Ich? Die gehen halt davon aus, dass die Seele dann immer weitergewandert ist und dass man tatsächlich vielleicht vor 500 Jahren oder so schon mal gelebt hat. Jo. Und es soll ja Leute geben, die irgendwie dank Hypnose oder so dann so gesagt haben, ja, genau, ich habe hier früher schon mal gelebt, keine Ahnung, dann haben die irgendeine alte Burgruine besucht und so und ja, haben sich dann irgendwelche Dinge erinnert, die sie eigentlich nicht wissen können, aber für einen Reisenden wie mich sind Pokémon wichtige Weggefährten. Bin mir da nicht so sicher, was ich von halten soll. Ist im Endeffekt genau dasselbe wie so Nahtoderfahrung. So Leute, die dann plötzlich kurz bevor sie gestorben sind, aber dann eben doch nicht gestorben sind, dass sie dann irgendwie Leute gesehen haben, Verwandte, die sie eigentlich gar nicht kennen können, weil diese Verwandte waren eigentlich schon tot, als sie selber auf die Welt gekommen sind und so, solche Geschichten. Irgendwie, ja, das ist... Der Mensch beschäftigt sich gerne mit solchen Dingen. Ich glaube, das liegt aber schließlich und endlich einfach daran, dass jeder von uns irgendwann mal sicherlich mindestens einmal in seinem Leben die Phase durchmachen wird, wo er sich mehr oder weniger seiner Sterblichkeit bewusst wird. Und bewusst werden muss vielleicht auch. Und dann muss man darauf vielleicht auch erstmal klarkommen. Wie hat sich mein Weggefährte geschlagen? Gegen so. Weil dass es irgendwann vorbei ist, das ist halt nun mal leider so. Leider. Beim Reisen ist es dann immer dann am härtesten, wenn man ganz alleine ist. Aber solange man Pokémon bei sich hat, wird einem das nie passieren. Also, leider.
Da sind wir wieder bei Unsterblichkeit, ja, nein, Fragezeichen. Hier geht es raus. Will ich hier raus? Wo bin ich hier? Warum ist die Musik hier so cool? Es wird hier total weitergehen. Okay. Verdammt. Na gut. Dann gehen wir jetzt hier rum. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was es hier ist. Ist es gut, dass ich hier lang gehe? Da oben liegt eine TM. Zumindest gibt es hier keine normalen Items. Die liegen nicht verstreut und in der Gegend herum. Hier treiben sich bestimmt noch ein paar Geister-Pokémon herum, oder? Das eben gerade sah zumindest schon mal wieder so aus. Hiering findet das Item TM 61. Irrlicht. Ja, ja. Ein irrlichtiges Irrlicht. Ach, ist es nicht diese Verbrennungsattacke, die wir vorhin gesehen hatten? Also in einem der vorherigen Parts. Ich glaube. So. Es geht wirklich erstaunlich weit nach oben. Achso, dort oben irgendwo muss das Item liegen. Wow. Warum zoomt das hier so weit raus? Warum sieht das hier alles so groß aus? Warum sind hier auf diesem Berg Gräber? Also im Inneren des Berges okay, aber jetzt auch noch hier draußen? Und Nebel. Hiering findet das Item Top-Trank. Warum sieht das alles so groß aus? Und so mehr oder weniger geheimnisvoll. Bestimmt da drin. Kann mir doch keiner erzählen. Bestimmt da drin. Komme ich hier überhaupt rein, wenn ich da unten dran lang gehe? Ich weiß es gerade nicht. Guck mal. Oh, ist das süß. Das will ich haben. Wir wechseln wieder zu Hariyama. Oh, es sieht so toll aus mit seinen... Es hat 6 Schwänze? Ich glaube, es hat 6 Schwänze. Vulpix setzt Irrlicht ein. Das ist toll, Vulpix. Moment. Felsgrab wäre effektiv. Machen wir mal lieber so. Warum beherrscht Vulpix eigentlich diese ganzen komischen Psycho-Attacken? Also diese ganzen. Konfustrahl. Und jetzt anscheinend auch noch so ein Gedöns. Das macht es ein bisschen mysteriös, offen gesagt. Aber egal. So. Hoffentlich bleibst du gleich in deinem Ball. Wäre zumindest sehr schön. Komm. Ach komm, du willst mit. Ich weiß, dass du das willst. Bei mir hast du ganz viel Spaß. Irgendwann mal. Vielleicht. Eventuell. Bin mir nicht sicher. Vielleicht entwickle ich dich sogar mal zum Vulnona. Vielleicht aber auch nicht. Weiß ich nicht. Mal gucken. Je nachdem. Bräuchte ich erstmal einen Feuerstein für. Oh. Klasse. Vulpix wurde gefangen. Yay. Hariyama erhält ganz viele Erfahrungspunkte. Bla bla bla. Für Vulpix und so weiter. Komm her, du kleines, süßes Schnuffdimon. Oh, am liebsten den ganzen Tag damit knuddeln. Das Fuchs-Pokémon. In Vulpix' Körper brennt eine Flamme, die niemals erlischt. Am Tage, wenn die Temperaturen steigen, stößt dieses Pokémon Flammen aus seinem Mund aus. So schützt es sich davor, dass sein Körper zu heiß wird. Aha. Na gut. Seinem Körper brennt den ganzen Tag eine Flamme. Muss echt lustig aussehen, wenn man das Pokémon einmal so röntgt. Hiering findet das Item Top-Ether. Ach, hier ist das Item. Ich musste gar nicht dort rein. In diesen komischen, was auch immer. Das ist ja wundervoll zu wissen. So. Oh. Hier laufen ja noch mehr interessante Pokémon rum. Ein Medity. Ja, was mache ich denn mit dir? Da schicken wir jetzt auch mal Hariyama ins Rennen. Und hoffen sehr, dass Medity keine zu krassen Psycho-Attacken beherrscht. Das wäre jetzt zumindest echt doof. Turmkick. Keine Psycho-Attacke. Aber eine viel zu starke Kampfattacke. Ich möchte ganz kurz. Ach komm, Hypertrank. Was soll's, wir haben es doch. Hier, so, zack. Ich möchte ganz kurz Hariyama heilen. Flupp. So. Turmkick. Dass Turmkick so oft trifft, finde ich gerade ein bisschen doof. Sollte nicht so sein. Willenslaser.
Was ist Willenslaser für eine Attacke? Zielt auf Hariyama. Die Attacke trifft irgendwann später, oder? Ich fürchte fast. Nicht sehr effektiv. Mediti ist paralysiert. Ah, das ist schon mal sehr gut. Okay. Dann setzen wir direkt noch eine Kraftwelle ein. Okay, gut. So, setz Gedankengut ein. Es wird immer schlimmer. Immer mehr Attacken, die ich nicht kenne. Spezialangriff von... Okay, ja, steigt, alles klar. Wunderschön. Du bist trotzdem paralysiert. Dementsprechend hast du hoffentlich keine Chance, wenn ich diesen Ball hier werfe. Bam. Und. Ja. Mediti war doch auch schon eine weiterentwickelte Form, oder? War das nicht so? Irgendwie eine Entwicklung aus Rab... Nee, also... Rabautz wird zu Mediti... Nee. Nee, Quatsch, Mediti war was Eigenes. Rabautz entwickelt sich zu Nocturne, Kikli und dieses Capoeira-Dingens. Mediti, das Meditations-Pokémon. Mediti erhöht seine Energie durch Meditation. Es lebt von nur einer Beere am Tag. Diese absolut reduzierte Ernährung ist Bestandteil seines Trainings. Sein Kopf sieht übrigens ein bisschen aus wie eine Zwiebel. Aber nur ein bisschen. Das Zwiebel-Pokémon. Das kleine, süße Mediti. Schön. So, irgendwo hier oben soll ein ultra krasses Item sein? Hering findet Hyperball. Anscheinend gibt es hier noch mehr Items. Zwischen all den Gräbern versteckt und verborgen. Okay, geht's meinem Team gut? Geht so. Geradax hat mal wieder ein Item. Nehmen! Eisenkugel erhalten. Was ist denn eine Eisenkugel? Ich weiß es nicht. Wir können das mal ganz kurz nachgucken. Eisenkugel. Ein Item zum Tragen. Macht Pokémon des Typs Flug oder mit der Fähigkeit Schwebe anfällig für Bodenattacken. Senkt den Initiativewert. Warum sollte man das einem Pokémon geben? Verstehe ich nicht. Egal. So, eine Limonade für Tantoxa, weil es ziemlich aufs Maul bekommen hat in der Zwischenzeit. Und dann, würde ich mal sagen, machen wir hier an der Stelle wieder eine Pause und setzen unser Abenteuer beim nächsten Mal fort. Der Pyroberg birgt anscheinend noch die ein oder andere interessante Überraschung. Ich sage jetzt für den Moment aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.